In diesem Video schauen wir uns an, was ein Reachhalter ist bzw. wie dieser funktioniert. Gucken wir uns ein wenig Geschichte an. Patentiert wurde das Ding 1936 von Walter Elwood. Das waren die Bell Laboratories. Und es war allerdings noch nicht möglich, diese in größerem Umfang herzustellen, weil man noch keine geeigneten Werkstoffe für diese Kontaktzungen hatte. Erst ab Ende der 1950er Jahre ging das los und wurde hauptsächlich in der Fernmeldetechnik eingesetzt. Der Reachhalter, das sind zwei Kontaktzungen, die aus einer Eisen-Nickel-Legierung sind und die hat man in ein Glasrohr eingeschmolzen. Vorteil davon ist, es ist vor Korrosion und Sauerstoff geschützt und damit wahnsinnig zuverlässig. Es wird durch ein Magnetfeld betätigt und der Name Reed kommt entweder vom englischen Rohrblatt, also von der Ähnlichkeit des Glaskolbens zu den Fruchtständen von Schilfpflanzen oder von den flexiblen Zungen, die man in Mundstücken von Holzblasinstrumenten hat, die auch aus diesen Schilfpflanzen hergestellt werden. Die beiden Ansätze gibt es halt für die Erklärung, wo das Wort Reed sozusagen abgeleitet ist. Das Entscheidende ist, und man sieht das sehr schön, dass die Magnetfeldlinien müssen praktisch parallel zu den Schaltzungen verlaufen, dann schaltet der. Das heißt, im einfachsten Fall kann ich, wie gesagt, durch einen vorbeifahrenden Magneten kontaktlos schalten. Oder ich kann einfach einen Draht um den Glaskolben wickeln und habe einen Elektromagnet und der Elektromagnet schaltet praktisch meinen Reachhalter. Das heißt, ich habe ein Relais. Und wie gesagt, ist wahnsinnig zuverlässig. Und daher eine ganz interessante Erfindung. Und wie gesagt, das kontaktlose Schalten ist auch ein großer Vorteil. In diesem Experiment möchte ich einen Reed-Kontakt bzw. Reed-Schalter vorführen. Dazu habe ich selbigen, ich mal den in die Kamera halte. Sieht man den in diesem Glasröhrchen? Dann habe ich hier praktisch einen Stromkreis. Das heißt eine Spannungsquelle. Und wenn Strom fließt, sprich der Stromkreis geschlossen ist, geht mein Lämpchen an. Gut, jetzt brauche ich nur noch den Schalter sozusagen einbauen. Und ja, jetzt kann ich anfangen zu schalten. Und wie man sieht, geht es gar nicht so wahnsinnig gut. Man muss ziemlich ran, damit es leuchtet. Und jetzt zeige ich einen Trick. Und zwar halte ich den Magneten jetzt nicht so, sondern ich drehe ihn um. Und wenn ich jetzt hier rangehe, muss ich gar nicht mehr so nah ran. Und es leuchtet. Und wenn ich den Magneten noch mal drehe, dann muss ich schon ganz schön ran. Und es geht gar nicht so gut. Also tatsächlich, der Reachhalter funktioniert am besten, wenn der Magnet so rum ist. Das heißt, dass die Magnetfeldlinien praktisch parallel zu dem Schalter verlaufen. Natürlich funktioniert das dann auch so rum. Und ich weiß nicht, ob man das auf dem Video hört. Aber man hörte ihn tatsächlich ganz leise klackern. Ja, das ist ein
Read-Kontakt-Schalter. Und damit kann man auch was Interessantes machen, außer Lämpchen ein- und ausschalten. Wenn ich das mal beiseite tue. Das hier ist ein sogenannter Walzenmotor. Wenn ich mir das Ganze angucke, sehe ich, dass hier zwei Magnete verbaut sind. Und zwar so, dass hier der Nordpol ist und hier ist auch nochmal der Nordpol außen. Der Stromkreis funktioniert so, dass wenn hier Strom durchfließt, ist hier auch ein Nordpol. Das heißt, Nord- und Nordpol stößt sich ab. Dann wird der Stromkreis hier entsprechend über diesen Schalter betätigt. Das heißt, immer im richtigen Moment schaltet der hier sozusagen an. Das Ganze stößt sich ab und auf diese Art und Weise bekommt dieses Rädchen hier immer im richtigen Moment einen kleinen Schubs. So, und ob das funktioniert, sehen wir, wenn wir eine Batterie anschließen. Batterie. Zack. Zack. Plus, minus, jetzt. Ja, immer im richtigen Moment kriegt das Ding einen Schubs und auf diese Art und Weise habe ich sozusagen einen kleinen Motor. Ja, und dann bleibt er wieder stehen.